Wir sind Tina und Dirk und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Aktuell bereisen wir die Iberische Halbinsel und sind absolut fasziniert sowohl von der atemberaubenden Küste als auch von Zielen im Inland. Seit 3 Wochen sind wir nun in Portugal unterwegs. Wir haben uns die sehenswerte Hafenstadt Porto angeschaut, mehrere Nächte an einsamen, abgelegenen Stränden verbracht, von steilen Klippen auf das Meer hinausgeschaut und magische Sonnenuntergänge an der Atlantikküste erlebt. Im heutigen Video frühstücken wir am Meer, haben mit einer portugiesischen Eigenart zu kämpfen, erreichen einen für Europa ganz speziellen Ort, schauen auf eine Karte mit wahnsinnig vielen Punkten und erkunden einen Ort, von dem wir kaum glauben können, dass wir bis vor wenigen Wochen noch nie von ihm gehört haben. Kommt mit! Guten Morgen aus dem heute noch recht diesigen Portugal. Wir sind hier ein bisschen außerhalb des Ortes Ericeira, noch eine knappe Stunde nördlich von Lissabon. Und wir stehen hier gerade auf einem Stellplatz, der ja nicht viel mehr ist als ein großer Schotterparkplatz, nicht wirklich schön oder sehenswert. Wir sind ja gestern Abend auch nur hergefahren, um die Fähr- und Entsorgungsstation zu nutzen und haben dann kurzfristig entschieden, einfach hier zu bleiben, weil es irgendwie praktisch war. Aber wir brechen jetzt direkt auf. Wir haben gerade nur fixen Kaffee getrunken und wollen jetzt runterfahren an die Küste, die knappen 10 Minuten, um da hoffentlich mit Blick aufs Meer zu frühstücken. Und dann ja, starten wir entspannt in den Tag. Wir haben ein paar spannende, coole Sachen vor uns in den nächsten Tagen. Also, auf geht's! Ready? Mhm. Noch ein bisschen müde? Mhm. Ja, wir haben einen ganz guten Parkplatz gefunden mit Blick aufs Meer. Schaut mal! Und wir werden jetzt hier frühstücken in der Hoffnung, dass langsam die Sonne rauskommt. Da ist sie endlich, die Sonne. Wir fahren jetzt die Küste Richtung Süden. Auf geht's! Ein paar Kilometer weiter gefahren und hier ist wieder alles komplett neblig. Ich weiß nicht, wie das so schnell gehen konnte. Ich glaube, das sitzt ja einfach lokal irgendwie fest. Ja, das kann sehr gut sein. Was schade ist, weil wir haben Fotos auf Park 4 Night gesehen. Eigentlich ist es hier ein richtig schöner Aussichtspunkt, aber kann man nichts machen. Soll nicht sein. Ich denke, wir fahren jetzt weiter. Jo. Ja, das mit dem lokalen Nebel stimmt, glaube ich, nicht ganz. Wir sind jetzt nochmal, weiß ich gar nicht, 20, 30 Kilometer weiter südlich an einem Aussichtspunkt am Meer, den ich rausgesucht hatte. Ich befürchte, wir werden nicht allzu viel sehen können, aber wir laufen jetzt nochmal. Also wir mussten irgendwie 200 Meter entfernt parken. Und jetzt laufen wir mal ein Stück zurück. So geil. Geil? Ja, wir haben auch irgendwie nur 18, 17 Jahre oder so. Ja. Ja, schauen wir mal, wie weit wir heute in den Süden fahren müssen, bis die Sonne wieder rauskommt. Ja.
Aber ich sag mal so, die Ziele gehen uns noch nicht aus. Also weiter geht's. Mhm. Jetzt könnten Leute sagen, wenn es neblig ist, dann sitzt das doch einfach aus, ihr habt doch Zeit. Und ja, meistens stimmt das, aber wir haben tatsächlich Pläne gemacht für morgen. Pläne, für die wir ein Ticket gebucht haben. Daher müssen wir so oder so weiterfahren. Langsam wird es ehrlicherweise dann doch ein kleines bisschen frustrierend. Der Nebel will einfach nicht wieder verschwinden. Einen Ort haben wir jetzt noch markiert an der Küste, wo wir hinfahren wollen und gerade auf dem Weg sind. Wir werden auch noch einen Strand markiert. An den kommt man aber nur, indem man dahin läuft. Da haben wir bei dem Wetter jetzt ehrlicherweise keine Lust drauf. Und ja, wenn es da auch nicht besser wird, dann werden wir langsam Richtung Inland abbiegen müssen. Ja. Angekommen am Cabo da Roca, das ist der westlichste Punkt des europäischen Kontinents. Noch ist es neblig, aber zwischendurch kommt immer mal wieder die Sonne durch. Also schauen wir mal. So, wir mussten jetzt erstmal direkt wieder reingehen, weil draußen ist es wahnsinnig windig. Was dann aber auch dazu geführt hat, dass am Ende so ein bisschen der Nebel weggeblasen wurde und man ja doch einigermaßen gut gucken konnte. Und es ist in jedem Fall sehr schön hier. Also die Aussicht auf beiden Seiten, die Klippe runter ist echt, echt schön. Es geht teilweise 140 Meter hier steil runter bis aufs Meereslevel. Für die meisten Leute ist es aber natürlich der symbolische Wert, hier mal hinzukommen, eben den westlichsten Punkt Kontinentaleuropas erreicht zu haben. Und deswegen ist das hier auch so ein bisschen eine Reisebus-Destination. Also es ist ordentlich was los, viele Leute aus aller Herren Länder. Wenn ihr, so wie ich bis gerade eben, fälschlicherweise gedacht habt, dass es hier auch die letzte Currywurst vor Amerika gibt, dann, ja, liegt ihr falsch. Die gibt's, wie Tina gerade netterweise recherchiert hat, am südwestlichsten Punkt Europas. Irgendwo an der Algarve, da werden wir bestimmt auch nochmal irgendwann hinkommen, aber nicht jetzt. Dafür kann man sich hier eine Urkunde ausstellen lassen, dass man hier war. Auch das hat Tina gerade gelesen, aber darauf werden wir verzichten. Stattdessen fahren wir jetzt ins Inland nach Sintra und suchen uns einen Stellplatz für die Nacht. Wir sind jetzt angekommen auf einem Stellplatz ein bisschen außerhalb von Sintra. Es gibt auch in Sintra Park- und Übernachtungsmöglichkeiten, wie wir bei Park 4 Night gesehen haben. Aber wir haben auch gelesen, dass es sehr schwierig sein soll, mit dem Wohnmobil da durch die Straßen zu fahren, weil die doch sehr eng sind. Und wir haben von Einbrüchen gelesen und dem wollen wir einfach vorbeugen. Deswegen stehen wir jetzt hier auf diesem offiziellen Stellplatz ein bisschen außerhalb. Und morgen können wir dann auch den Camper hier stehen lassen, während wir uns die Stadt anschauen. Wir lassen den Abend jetzt noch entspannt ausklingen. Ich sitze gerade am Handy und recherchiere noch ein bisschen die Ziele für die nächsten Tage. Da ist mit Lissabon und vor allem morgen mit Sintra, ja, sind da nämlich absolute Highlights dabei und gerade mit Sintra eins mit ganz, ganz viel Geschichte. Und diese Planung bringt mich zu der Frage, die uns immer wieder gestellt wird.
und die wir in unserem letzten Q&A-Video vor 3 Wochen gar nicht mehr beantwortet haben, allein aus Zeitgründen. Und die ist, wie planen wir überhaupt unsere Routen und wie legen wir fest, was wir uns in den jeweiligen Ländern, in denen wir unterwegs sind, anschauen wollen? Die Antwort darauf ist mehr geteilt. Es vereint sich alles in einer Google Maps Karte, auf die wir beide Zugriff haben und in der wir schon seit Jahren immer wieder Orte abspeichern, die uns begegnen, die wir interessant finden und die wir uns dann eben vielleicht irgendwann mal tatsächlich anschauen wollen. Und wenn wir dann in einem Land ankommen oder eine Reise in ein Land planen, gucken wir uns genau diese Karte an und schauen uns die einzelnen Ziele eben nochmal genauer an, schauen uns, wie viel Zeit wir haben und was wir uns von den gespeicherten Zielen eben wirklich anschauen wollen und können. Wie wir aber überhaupt auf die Dinge stoßen, die wir auf der Karte markieren und letztlich vielleicht besuchen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Das können persönliche Empfehlungen sein, Dinge, die wir auf Instagram oder in YouTube-Videos sehen, Orte, die wir durch Zufall in Dokumentationen sehen, Aussichtspunkte, die wir zufällig in Google Maps finden und all das. Wir schauen uns aber auch immer wieder gerne Top-10-Listen und ja, Highlight-Listen zu Ländern und Städten an und lassen uns davon inspirieren. Und eine Quelle, wo man das und noch so viel mehr machen kann, ist Readly. Readly haben wir hier schon ein paar Mal vorgestellt und tollerweise sind sie auch Sponsor dieses Videos. Readly ist eine App für digitale Magazine und Zeitungen, mit der man unbegrenzten Zugriff auf über 6000 Publikationen hat. So zum Beispiel auch auf das Merian Reisemagazin. Die haben zum Beispiel eine komplette Ausgabe über Lissabon und das Umland gemacht, in der es unter anderem diese Karte mit den Top-Sehenswürdigkeiten Lissabons gibt. Die haben wir uns angeschaut und 9 von den 10 Highlights habe ich dann in unsere Google Maps Karte übertragen. Den ein oder anderen Ort und auch Sintra, die Sommerresidenz der ehemaligen Königsfamilie, ein paar Kilometer außerhalb von Lissabon, hatten wir schon markiert. Aber im Merian Magazin gibt es dazu eine kurze und knackige Zusammenstellung der wichtigsten Informationen, was super praktisch ist, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen. Mit Readly könnt ihr aber nicht nur das Merian, sondern eben auch noch ganz viele andere Magazine lesen. Alle bekannten Wohnmobilzeitschriften sind da mit drin, aber auch so Sachen wie die Autobild, die Sportbild, Finanzzeitschriften, Fernsehzeitschriften, Lifestyle-Magazine und sogar richtige Zeitungen. Alles in einem Paket, inklusive auch ganz, ganz viele alte Ausgaben und sogar zum Runterladen und Offline-Lesen. Und wenn ihr auf www.readly.com/otter klickt, könnt ihr euch momentan 2 Monate für nur 1,99 sichern. Probiert das gerne mal aus. Wir nutzen Readly jetzt schon fast seit 1,5 Jahren am meisten für die Campingzeitschriften. Und unsere Eltern haben wir auch schon angesteckt, also schaut's euch gerne mal an. Und Sintra, die Stadt mit den Königspalästen, Gärten und Festungen, das ist jetzt unser nächstes markiertes Ziel. Das schauen wir uns morgen an. Guten Morgen, wir sind jetzt auf dem Hügel von Sintra angekommen, um uns die ersten Sachen anzuschauen. Wir sind ausnahmsweise mit dem Uber hierher gefahren oder haben uns hierher fahren lassen, weil es die deutlich schnellere Variante ist und wir ja keine Lust hatten, vor allem über diese Hauptstraße mit unserem Fahrrad zu fahren. Und es war auch einigermaßen günstig. Ja, 11 Euro ja. Für irgendwie 25 Minuten Fahrt. Kann man auf jeden Fall machen. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, hier am Palast von Pena und an dem Park von Pena anzufangen. Die meisten Leute, die hier mit den Touristenbussen unterwegs sind, enden hier, weil das halt die Route ist. Und wir wollten ja, das versuchen, so ein bisschen antizyklisch zu machen. Die Schlangen vorm Eingang waren trotzdem groß. Also ja. Es ist einfach ein beliebtes Ausflugsziel. Und ja, wir gehen jetzt hier die Gegend erkunden und Tina erzählt uns gleich bestimmt noch ein bisschen mehr. Ja. Los geht's. Wir
sind zwar gerade erst angekommen, aber ich bin jetzt schon ziemlich sicher, dass es den mit Abstand besten Ausblick im ganzen Park hier am Cruz Alta am Hohen Kreuz gibt. Schaut mal. Der Peña-Palast. Zusammen mit dem rund 200 Hektar großen umliegenden Park bildet er eine der Sommerresidenzen der ehemaligen portugiesischen Königsfamilie. Anfang des 19. Jahrhunderts auf dem Gipfel eines Felsmassivs errichtet, gilt er heute als einer der schönsten und berühmtesten Paläste im romantischen Baustil. Im weitläufigen Park lassen sich zudem Bäume und Pflanzen aus allen Teilen der Welt entdecken. Das kühle und feuchte Klima in der Region Sintra macht dieses möglich. Ja, dann haben wir doch jetzt alles gesehen und können wir eigentlich wieder nach Hause fahren, oder? Der Wald ist echt schön, so total verwunschen und voller Moos. Mhm. Und es gibt sehr, sehr viel zu entdecken. Echt schön. Kann man richtig gut spazieren gehen auch einfach ja, nur. Und es verläuft sich auch ganz gut. Also wir sind jetzt selten komplett alleine, aber doch, es verläuft sich sehr, sehr gut hier. Ja. Da, wo jetzt gerade der Nebel drüber zieht, das ist das Muros Castle. Das wollen wir uns eigentlich als nächstes angucken. Nee, aber nicht, wenn das im Nebel versinkt. Ja. Naja, mal gucken. Mal gucken. Ansonsten morgen. Sich das Innere des Palastes anzugucken, ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, aber man wird da leider ja ganz schön durchgeschleust. Es lohnt sich aber allein schon, um hier auf dem Gelände des Palastes rumlaufen zu dürfen, sich dieses Ticket zu kaufen, denn das ist wirklich wahnsinnig schön. Ich finde das ja interessant, bevor wir angefangen haben, uns so ein kleines bisschen über Portugal zu informieren, hatten wir beide von Sintra noch nie gehört, ist überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ja, wenn man jetzt hier rumläuft und sich anschaut, was es hier alles zu sehen gibt, wie groß das ist und was für eine bekannte Touristenattraktion das eben scheinbar ist, ja, finde ich das schon irgendwie erstaunlich. Ja, das stimmt.
So, wir sind jetzt gerade aus dem Pena Park rausgegangen auf dem anderen Ende, das ist doch ganz schön lang und weitläufig. Wir laufen jetzt gerade auf der Straße zurück. Wir waren jetzt 4 Stunden, haben wir gesagt, ne? Ich glaube, waren wir alles in allem gut. Wir filmen natürlich auch immer, das dauert alles irgendwie länger. Ja. Aber ja, es ist, man kann da gut Zeit verbringen. Mhm. Und jetzt versuchen wir zum Castle zu kommen. Ja. Gucken, ob das überhaupt noch auf hat. Ja, mal schauen. Wir sind drin, aber es zieht jetzt gerade relativ fix wieder der Nebel auf. Ich muss ja sagen, ich wollte hier gar nicht unbedingt hin, aber Tina hat mich zum Glück überzeugt, denn es ist wirklich schön und ja, noch viel weitläufiger, viel interessanter, als ich gedacht hätte. Na, wie findest du es? Sehr cool. Cool? Auch anstrengend. Ja. Schade, dass der Nebel hier gerade reinzieht. Ja. Sonst wäre die Aussicht noch mal cooler. Ja. Aber ist cool. Ja, lohnt sich trotzdem. Ja. Ah, krass. Genau in dem Moment reingezogen. Guten Morgen zu unserem zweiten Tag in Sintra. Wir haben uns gerade fertig gemacht, warten auf das Uber, was uns in die Stadt bringt. Ein Wort noch zu unserem Stellplatz. Es ist nicht nur deutlich voller geworden als gestern, sondern wir haben auch festgestellt, dass die Straße, an der dieser Stellplatz liegt, doch relativ stark befahren ist. Also sowohl bis lange in den Abend als auch am frühen Morgen ist hier richtig viel Verkehr, auch mit LKWs und Co. Jetzt in der Nacht ist es ruhig, aber wer sensibel ist, sollte mindestens Oropax dabei haben, würde ich sagen. Und es ist halt immer noch ja, wahrscheinlich die beste Alternative in und um Sintra rum. Aber ihr hört es vielleicht oder seht es vielleicht auch. Ah, da kommt gerade ein Betonmischlaster. Es kann hier relativ laut werden. Unser erster Stop heute ist ein Palast, dessen Namen ich gar nicht erst versuche auszusprechen. Wir schreiben euch das irgendwo hier unten hin. Und dieser Ort ist auch für den Palast bekannt, aber vor allem für den Park, der drumherum liegt. Der hat nämlich ganz viele Monumente und Bauwerke und Höhlen und solche Sachen. Und die erkunden wir jetzt. Auf geht's.
Das Anwesen Quinta da de Galera ist ein weiteres äußerst beliebtes Ausflugsziel im historischen Sintra. Das als Privatresidenz eines reichen portugiesischen Unternehmers Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete Areal besteht neben einem opulenten Palast und einer kleinen Kapelle vor allem aus einem großzügigen Park mit Seen, Grotten, Brunnen, Brücken und einem unterirdischen Tunnelsystem. Gib ihm Leckerchen, damit er Tricks macht. Als letztes Ziel in Sintra schauen wir uns noch den Nationalpalast an. Das riesige Gebäude, das seinen Ursprung bereits im 10. Jahrhundert hat und im Laufe der Zeit mehrmals erweitert wurde, ist das Wahrzeichen Sintras. Hier residierten schon die muslimischen Herrscher, bevor in Sintra mit der christlichen Rückeroberung der Hochadel und die Königsfamilien Einzug hielten. Im Inneren sind zahlreiche Relikte aus den unterschiedlichen Epochen ausgestellt. Vor allem die aufwendigen Wand- und Deckenverzierungen sind sehenswert. Alles in allem waren wir hier jedoch in gut einer Stunde durch. So, damit sind wir jetzt auch durch den Nationalpalast. Das war auch sehr schön und spannend. Ja. Jetzt tun uns aber ehrlicherweise unsere Füße weh. Ja. Deswegen fahren wir zurück zum Camper und legen die ein bisschen hoch. Ja. Und ich denke, es ist auch ein guter Moment, um unser Video zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns ein bisschen Sintra zu erkunden. Mhm. Wir werden uns am nächsten Sonntag dann schon wieder melden mit einem neuen Video. Wahrscheinlich aus Lissabon. Ja. Wir werden sehen. Und ja, mal schauen. Und damit sagen wir viele liebe Grüße aus der Ferne und ja, bis zum nächsten Mal. Das ist so ein Schatz. Meinst du, hast es in die Outtakes geschafft damit? Aber mal ein bisschen muss zeigen, wie die Realität ist. Ja. Weiß ich nicht. Wir sind optimistisch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Nicht stolpern, ne? Sehr peinlich. Puh! Nicht hauen! Wir hauen nicht! Doch, ich hätte jetzt gerne ein anderes Model. Ist ja immer der gleiche Rücken, ist ja scheiße. Ich bin wie eine Mine. Ich sehe aus wie eine Mine. Musst du mal mit so Hund. Hör auf!